Es war ein riesiger Aufschrei in der Fußballwelt, als Lars Windhorst 2019 als Investor bei Hertha BSC mit der Ansage, aus Hertha einen Big City Club machen zu wollen, einstieg. Und obwohl der Berliner Club 125 Millionen von ihm bekommen hat, ist das Projekt glorreich gescheitert. Und Hertha befindet sich knapp 5 Jahre danach in der zweiten Bundesliga wieder. Doch was wäre, wenn Hertha BSC jedes Jahr über 1,5 Milliarden Euro bekommen würde? Das werden wir in diesem FM24-Experiment herausfinden. In der ersten Saison ist Hertha einfach nur 5. Platz geworden und das, obwohl sie über 1,5 Milliarden zur Verfügung hatten. Okay, sie haben auch einfach nur 1,1 Millionen an Zugängen ausgegeben, weil einfach Haris Tabakovic der teuerste Transfer war. Und im Gegenzug haben sie einfach 25 Millionen Abgänge generiert. Das heißt, sie haben noch mehr Geld zur Verfügung gehabt als ohnehin schon. Unter anderem auch diesen Kollegen, Nader El Jindawi, verkauft. Und mit 8 Millionen haben sie Dodi Lukebakio an Sevilla verkauft. Was aber cool ist, dass Pal da ja trotzdem im Amt bleiben durfte. Im Jahr 2025 könnte man als erster aufsteigen und ist somit wieder in der Bundesliga. Auch in dieser Saison war Hertha BSC irgendwie recht entspannt unterwegs. Sie konnten 7 Millionen Abgänge einnehmen. Unter anderem haben sie für 5,25 Pal Dardais Sohn Benzi Dardai an RB Leipzig verscherbelt. Und im Gegenzug hat man für Trisoldi an Hannover fast 10 Millionen gezahlt. Somit hat man einen Transfer minus gemacht, aber nur 16 Millionen an Zugängen gezahlt. Und das, obwohl die über 1 Milliarde zur Verfügung haben. Mal schauen, ob das nächste Saison in der Bundesliga anders ausschauen wird. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg konnte Hertha sich den 12. Platz sichern. Hat diesmal auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben, indem sie 38 Millionen ausgegeben haben. Dennoch irgendwie verhältnismäßig gar nicht mal so viel. Teuerste Transfer war mit 15,5 Millionen Jordan Boss. Der nächste Dardai-Sohn geht, und zwar Martin Dardai, nach Leverkusen für 18 Millionen. Und das kann sogar noch bis zu 23 Millionen ansteigen. Außerdem hat auch Fabian Reese den Verein verlassen, denn er schließt sich Köln an. Ich bin echt mal gespannt, wann der Moment kommt, wo Hertha richtig auf die Kacke haut und richtig Geld ausgibt. 2027 ist man einfach nur 15. Platz geworden und hat somit fast die ganze Zeit gegen Abstieg kämpfen müssen. Und das, obwohl sie 58 Millionen an Neuzugängen ausgegeben haben. Und so haben sie für 31,5 Millionen Arnau Martinez geholt und Hassan Ouedraogo von Schalke 04. Geil! Super! Aber nochmal Props dafür! Das Ganze für 26 Millionen. Außerdem haben sie auch noch zwei richtige Banger geholt. Und zwar Niklas Füllkrug, ablösefrei. Genauso wie Emre Can, die beiden Dortmunder Jungs. Und da haben sie noch 25,5 Millionen an Abgängen bekommen. Im Jahr 2028 hat sich so langsam ein bisschen ausgezahlt, das ganze Geld. Denn man konnte 5. werden und hat sich somit für die Europa League qualifizieren können. Und das Ganze hat man sich auch nur 28,5 Millionen kosten lassen. Unter anderem hat man einfach für 28 Millionen Jessic Ngankam von Frankfurt loseisen können. Und wie man sieht, ist er einfach zurückgekehrt. Außerdem konnte man knapp 3,5 Millionen an Abgängen generieren. Aber hier ist jetzt nichts wirklich Spannendes dabei. Im Jahr 2029 ist man einfach nur 12. Platz wieder geworden, nachdem es letzte Saison so gut aussah. Dementsprechend musste Pal Dardai auch seine Koffer packen. Und jetzt schaut euch mal an, welchen Trainer sie verpflichtet haben. Sie haben einfach Adi Hütter geholt. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich verrückter finden soll. Ob Hertha Adi Hütter geholt hat oder ob Adi Hütter einfach Frankreich-Trainer von 2026 bis 2028 war. Okay, Freunde, jetzt bin ich richtig geschockt. Sie haben einfach fast 2 Millionen für Neuzugänge ausgegeben und sind trotzdem nur 12. geworden. Alleine 62 Millionen haben sie für Jerome Kittner geholt. Der sieht zwar nach einem ziemlich soliden Jugendspieler aus, beziehungsweise einem sehr, sehr guten, talentierten Jugendspieler. Aber anscheinend hat sie das so gar nicht refinanziert. Okay, zu deren Verteidigung muss man sagen, sie haben auch immerhin fast 80 Millionen Abgänge einnehmen können. Ob das jetzt besser macht, ich weiß ja nicht. In der ersten vollen Saison von Adi Hütter konnte man 5. in der Bundesliga werden und hat sich somit erneut wieder für Europa League qualifizieren können. Des Weiteren ist man ausgerechnet gegen Union Berlin in der zweiten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen. Und man hat dieses Jahr richtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Man hat 263 Millionen ausgegeben. Unter anderem fast 68 Millionen für Amel Bella Kotschap. Ich meine, das ist auch echt schon ein guter Deal eigentlich. Ich glaube, so langsam hört das Dauerabo auf dem 5. Platz. Denn auch im Jahr 2031 ist Hertha erneut auf dem 5. Tabellenplatz. Und außerdem konnte man in der Europa League 2. werden. Man hat erst im Finale gegen Real Betis verloren. Außerdem hat man auch wieder über 100 Millionen ausgegeben für Neuzugänge. Wobei Leandro Morgalla der teuerste Transfer war. 2032 ist man nur 8. geworden. Dementsprechend musste Adi Hütter auch den Verein schon wieder verlassen. Und nun kommt Marco Rose als neuer Berlin-Trainer rein. Der passend nach Leipzig auch Bayer Leverkusen trainiert hat. Wie geil. Das wäre ja echt eine Umstellung für Marco Rose, auf einmal einen Traditionsverein zu trainieren. Auch in der UEFA Europa League konnte man diesmal nicht anknüpfen am Erfolg vom letzten Jahr. Man ist nämlich im Achtelfinale gegen Newcastle rausgeflogen. Und auch, also generell, Pokale laufen irgendwie nicht. Auch im DFB-Pokal ist man in Runde 2 gegen Kiel rausgeflogen. Ich frage mich mal wirklich, wann es für Hertha endlich mal nach ganz oben geht. Auch im Jahr 2033 kann sich Hertha nur für den 6. Platz qualifizieren und somit auch nur Europa League. Und dennoch haben sie 139 Millionen an Zugängen ausgegeben. Und da finde ich Yusuf Moukoko den Deal am geilsten. 28
20 Jahre alt ist er in diesem Safe schon. Unfassbar. Da hat man auch einen 31-jährigen Brandon Soppy geholt und ebenfalls den 31-jährigen Fabian Rieder. Außerdem ist Adi Hütter seit diesem Jahr bei VfL Bochum Trainer geworden, nachdem er sogar von Al-Ali Trainer war in Saudi-Arabien. Mit welchem Verein sollen wir als nächstes dieses Experiment machen? Schreib's mal unten in die Kommentare.